Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema Fertige virtuelle Maschinen mit zahlreichen freien OS-Virtualboxes.org. Die Welt freier Linux-Systeme ist riesig. Alleine distrowatch.com zählt mehrere Distributionen und auf der Wikipedia-Seite lassen sich noch zig andere Distros finden. Viele dieser Distributionen sind Nischenprodukte mit ihren ganz speziellen Klienten. Doch die Anzahl der Distributionen für den Mainstream ist wohl locker im zweistelligen Bereich anzusiedeln. Um einmal über den Tellerrand der selbstgenutzten und somit gewohnten Distributionen hinauszublicken, eignen sich virtuelle Maschinen wie VirtualBox recht gut. Doch das Installieren der Distribution in der VM nimmt unnötig viel Zeit weg. VirtualBoxes.org sammelt fertige installierte virtuelle Maschinen und bietet sie zum Download an. So kann man die Distribution schnell testen, ohne sie vorher installieren zu müssen. Auf VirtualBoxes könnt ihr auch fertige VMs für VirtualBox mit zahlreichen freien Systemen von Linux über FreeBSD bis hin zu Haiku oder FreeDOS herunterladen. Die VMs sind recht aktuell, wenn auch nicht immer top aktuell. Bei den Installationen handelt es sich um Basisinstallationen ohne zusätzliche installierte Software oder Updates. Sie sollen nur zum Testen dienen. Die Archive der Maschinen liegen meist auf SourceForge, so dass man sie ohne Probleme direkt mit dem Browser herunterladen kann. Und jetzt mal ein Beispiel. Die Images findet man hier unter Images. Zum Beispiel das System Haiku, ein noch ganz altes System hier. Das kann man jetzt zum Beispiel einfach hier herunterladen. Das habe ich mal getan. Das ist dann gelandet im Download-Ordner. Dann habe ich das entpackt und herausgekommen ist eine VDI-Datei, also für die Festplatte. Und die kann man wie folgt installieren bei VirtualBox. VirtualBox starten. Okay, dann Maschine, neu. Dann irgendeinen Namen eingeben, zum Beispiel Haiku zum Beispiel. Jetzt mal anderes System und anderes. Weiter. Dann Speichergröße einstellen. Weiter. Und jetzt angeben, vorhandene Festplatte verwenden. Dann das Image heraussuchen. Das ist hier die VDI-Datei. VDI öffnen, erzeugen und fertig. Und dann kann man schon starten. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.